Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Evergreen. So, wir laden nach. Die Karre ist schon voll. Da ist der Kofferraum, der ist voll mit Fleisch, Geweihen und Fell. Aber mein Inventar noch nicht. Und ich will jetzt mal schauen, wo geht's denn hier hin? Oh, hallo. Ja, hüpf du mal weg. In den Nacken. Sauberer Nackenschuss. Ja, ich weiß nicht, ob man das macht, einen Nackenschuss. Wahrscheinlich eher nicht. Aber naja. So, ich gehe jetzt mal da hoch. Und ich blase Luft ins Mikrofon. Hier will ich hoch. Oje, wo geht denn das da noch hin? Da geht's aber krass nach oben noch. Gehen wir mal hier so schräg rüber. Okay, es gibt so eine gewisse Range, wo man noch hoch kann. Oh. Oha. Okay, hier müssten wir eigentlich... Oh, ich glaube, da ist eine Alpha-Wand. Ja, hier müssten wir eigentlich hochkommen. Da ist eine Alpha-Wand. Und da rennt er weg. Wo bist du? Jawohl. Ja, da kommen wir nicht weiter hoch. Da ist eine Alpha-Wand. Schade. Schade. Ich muss was essen. Kriegen wir Fallschaden? Nee, ich glaube nicht. Beine gebrochen. Also, die Unreal ist ja schon schön. Hier so die Bäume und so. Der Wald an sich, aber zu dunkel. Die Unreal ist... Also... Ja, ich weiß nicht, ob man hier noch ein bisschen balancen kann mit der Helligkeit. Also hier im Spiel leider nicht. Oder mittlerweile wegen dem Update? Nein. Leider nicht. Und Schatten, klar, ich könnte die Schatten abstellen, beziehungsweise weniger machen, aber dann... Ja, dann wird's... Dann wirkt's nicht mehr so gut. Von dem her... Lassen wir die Schatten, wie sie sind. Aber man müsste, wie gesagt, die Helligkeit noch ein bisschen einstellen können. Das wäre gut. So. Ist eigentlich hier schon wieder? Nee. Ist nicht verschoben. So, einmal Fleisch, einmal Essen. Einmal Karotte, einmal Essen. Einmal Brot, einmal Essen. Gut. Damit wir hier nicht, damit das Zeug nicht kaputt geht. Es war im Kühlschrank, aber naja. Oh, guck mal, Salat. Oh, Sachen wachsen. Moment, wo ist meine Gießkanne? Ja, wo habe ich die Gießkanne eigentlich? Hier. Gleich wieder gießen. Ist schon wieder trocken. Wunderbar. So, und die Gießkanne wieder rein. Und weiter geht's. Hm.
Ganz schön ruhig mittlerweile. Aha. Mit den Stöckelschuhen. Ich dachte gerade, da wäre schon wieder einer an mich herangerannt. Es wird neblig. Warum wird es denn neblig? Komisch. Habe ich doch richtig gehört. So, da sind wir jetzt schon wieder fast beim Laden drüben. Beziehungsweise in der Wohnsiedlung. Aber auch hier fressen die Rehe die jungen Bäumchen. Oh, was jetzt? Nebel? Kommen jetzt gleich Zombies, oder? Verwechsel ich da gerade was? Schon ganz schön neblig jetzt. Warum ist so neblig? Gibt es hier eigentlich auch Jahreszeiten? Wäre cool. Dass dann irgendwann Winter ist. Schon eine krasse Atmosphäre, vor allem mit dem Nebel jetzt. Hatten wir, glaube ich, noch nie so Nebel, oder? Aber so ist das Spiel zumindest ein bisschen heller mit Nebel. Also. Warum nicht? So, da ist mein Zuhause. Wo sind die Tiere? Ach, wir haben eh keinen Platz mehr. Okay. Wäre nur noch ein Fell übrig. Aber ein Fell, ein Platz übrig. Und das können wir sein lassen. So. Dann fahren wir die Sachen verkaufen. Tanken könnte ich dann auch mal nochmal. Wenn noch was übrig bleibt, nachdem ich 18 Jalousien gekauft habe. Oh, oh. Und Glas war es doch auch noch für oben, ne? Aber bei Glas weiß ich halt nicht. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir da. So. Verkaufen. Erstmal das Inventar leer verkaufen. Und dann noch den. Nein. Dann noch den Kofferraum. Der sich anhört wie ein Kühlschrank, wenn man ihn aufmacht. Leer verkaufen. So, dann andere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dann noch ein paar Blumen, haben wir gesagt. Achso, noch ein bisschen Glas.
Noch ein paar Pflanzen. So, sollte reichen. Beleuchtung, haben wir eigentlich genug? Ja, doch, würde ich mal sagen. Vielleicht noch so Vasen oder so. Oder hier so noch so ein Teppich, so einen kleinen. Für die Küche vielleicht oder so. Schminktisch brauchen wir nicht. Schränke für die Garage. Aufbewahrung. Haben wir hier irgendwo Aufbewahrung? Schubladen, Schubladen. Sessel, Teppich. Ah, hier sind die Vasen. Stimmt, dieser Schlafzimmerschrank. Da ging sehr viel rein, ne? Ja. Dann machen wir davon welche in die Garage rein. Zwei Stück oder drei Stück. Sollten reichen, dass wir viele Sachen reinkriegen. Ah, und was ich auch noch machen wollte, nochmal zu dieser Hütte fahren. Die ist halt echt weit weg. Denn ich habe keine Ahnung, was es mit diesen Dingern hier auf sich hat. Und die Leute sagen uns immer nur, schon wieder so ein Hirsch, ein Fuchs. Jetzt habe ich gerade mein Auto abschleppen lassen. Ach, hier an die Tankstelle. Oh, das ist ja cool. So, jetzt ist auch noch vollgetankt. Nein, die Leute hier. Ich wollte eigentlich nur mit ihr reden. Ich weiß nicht, warum. Also hier ist auch gerade wieder ein Problem mit den Tieren, ne? Hallo. Versteckte Schätze. Ja, gut. Und du nochmal? Mhm. Und du nochmal? Ja, okay. So, und Sie, werte Dame? Mhm. Okay. Fragen wir mal hier, wo war das Reh? Bei ihm hier. Belohnungen für meine Abzeichen. Also jetzt reicht's hier aber. Das ist jetzt hier zu viel. Ja, ich auch. Ich schieße nur alles, was mir vor die Flinte kommt. Aber ja, man sieht ja, ihr habt da offensichtlich ein Problem mit den Tieren. Und jetzt wird es sehr dunkel. Deswegen düsen wir nach Hause. Ordentlich eingekauft haben wir ja jetzt. Ja, und wie gesagt, zu diesem Firewatch-Turm würde ich nochmal hinfahren und da mal die Abzeichen kaufen. Aber unsere Garage müssen wir halt auch noch bauen. Und so. Hier ist leer, ne? Ja. Na, hier können wir eigentlich das Zeug mal reintun. So.
Warum macht die Tür eigentlich beim Aufmachen ein Geräusch, aber beim Zumachen nicht? Ich hole mir einen Trost. Hat er? Ja, hat er gemacht. Gut. Jalousien hier sind dran. Hier sind auch überall dran. So, die Fenster brauchen wir noch. Erstmal, jetzt sehen wir nämlich hier, wo welche drin sind und wo nicht. Holz. Ich brauche Holz. Habe ich hier vielleicht? Ne, hier habe ich nichts gelagert, ne? Ich muss mal eben für Holz sorgen. Dazu brauche ich meine Axt. Die ist hier. Ja. So, hier haben wir auch schon ein nettes Exemplar von Baum. Das war der Toast. Keine Baumstämme mehr. Ah, was ist denn da? Mein Auge kitzelt voll. Ist da irgendwie ein Fussel? Ist hier auch nochmal ein Baum? Ach, das ist der Baum hier. So. In Loks verwandelt. Das ist ein anderer. Das ja auch. Wenn wir mal da hinschmeißen, dann sehen wir ihn auch. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Jetzt sollten wir hier ein schönes Fensterchen bauen dürfen. Jawohl. So, da ist drin. Das ist ja auch alles fertig. Dann die hier. Gibt es dann ein anderes? Hier gibt es ein kleines. So, guck das drüber raus. Ja, machen wir es lieber so. Und so. Dann lassen wir die seitlichen lassen wir offen. So belüftungsmäßig. Nicht genügend Materialien. Okay, dann lassen wir das auch offen. So, habe ich weiße Farbe? Ja. So, wo haben wir noch? Hier auch noch. Gut, dann habe ich, glaube ich, alle Fenster jetzt. Ja, dann fehlen jetzt nur noch Jalousien. Im großen Stil. Also hier können wir die einzeln hinhängen. Tatsächlich. Ja, können wir sogar ein bisschen weiter nach oben machen. Hier so. Ja, lass mal zu. Hier im Bad lassen wir zu. So, dann hier. Und hier. Hier und hier. So, sehr viele Fenster. Hier können wir aufmachen. So.
So. Ja, machen wir das ja auch auf. So. So ist das gut. Okay, dann hier. Und hier. Und hier beim Treppending. So. Hier haben wir. Sehr gut. Dann hier. Und hier. Die hier können wir eigentlich auch zulassen. Hier guckt eh keiner raus. So, und dann haben wir es eigentlich, oder? Bis auf da oben. Wo noch ein Fenster fehlt. Aber sonst sieht das hier sehr gut aus. So, Toast. Können wir mal essen. Mach ich gleich. Nein! Falsche Taste. Mach ich gleich nochmal. Hat er gerade den Hammer nachgeladen. Ja, das wollte ich nicht. Gut, dann haben wir hier noch so einen Teppich. Ah, hier in der Küche haben wir ja schon einen Teppich. Hier haben wir auch Teppiche. Hier könnten wir noch einen Teppich hinlegen. Naja, gut. Aber noch eine Blume. Noch eine kleine Blume. So. Und hier im Bad vielleicht noch mehr Blümchen. Ja, genau. Hier können wir auch noch Blumen hinstellen. Hier ein Blümchen. Und eine Vase. Und hier haben wir auch noch Platz für ein Blümchen. So. Ein Bäumchen und hier noch eine Vase irgendwo. Och Mann, dieser Durst. Ich erschrecke mich immer voll. Der lauteste Toaster der Welt. Oh, gib her das Zeug. Oh, und schon wieder. Hat schon wieder E gedrückt. Na ja, gut. Wir können noch ein paar Toasts essen. Also, Blümchen. Hier können wir auch noch ein Blümchen hinstellen. Hier vielleicht auf dem Boden so eins. Und hier so eine Vase rein, damit hier mal was drin steht. So, hier auch noch ein Blümchen drauf. Und hier können wir eigentlich auch noch Blümchen hinstellen. Noch eins drauf. So, und dann haben wir hier noch was. Da können wir hier so einen Rand stellen. Oh Mann. Dieser Durst. Und hier auf dem Fernseher noch eins. So. Ja, wunderbar. Gut, dann haben wir hier die Schränke und hier noch so ein Gestell. Das können wir eigentlich hier noch hinmachen. So. Gut. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was wir da alles reinmachen sollten, aber ich mache gleich nochmal Toast. Boah, der Toastkonsum ist ganz schön haarig. So, dann würde ich sagen,
Wir machen erstmal eine Folgenpause. Ich räusper mal nochmal. So, wir machen erstmal eine Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Time to Play Evergreen. So, Pinsel brauchen wir nicht mehr, alles Glas ist gemacht. Die Axt brauchen wir, den Hammer brauchen wir erstmal nicht mehr. Die Gießkanne können wir theoretisch mitnehmen, aber ist eigentlich egal. Die Bolzenschrotflinte brauchen wir auch noch nicht, wenn wir Holz machen. Ja, gut, dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's mal gut, tschüss!